Hey Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Banjo Pilot. Ich habe irgendwas im Hals, warte mal ganz kurz. Irgendwas habe ich gerade. Okay, heute mit dem Jinjo. Ach Gott, der kann ja gar nichts. So, der letzte Pokal im Bottles Grand Prix und zwar der Federpokal. Und der Boss ist Bottles selbst. Allerdings schalten wir ihn diesmal nicht frei. Der Federpokal ist der letzte Pokal dieses Grand Prix. Gewinne ihn und du hast es geschafft. Hinweis, führe einen Looping aus, indem du L drückst und das Steuerkreuz nach unten bewegst, um so auszuweichen. Ja, das habe ich eben auch gemerkt. So, jetzt kommen wir tatsächlich zu meiner Lieblingsstrecke und zwar Hexenland. Nur wegen der Musik eigentlich, ja. So, und wir müssen natürlich mal wieder alle Noten sammeln. Da war die erste schon gewesen. Wo geht's denn lang? Ne, hier ist die erste, oder? Das war die erste. Aber hier kann man wirklich schlecht erkennen. Das ist alles hier. Da war die zweite. Moment, warum geht's denn da hier lang? Nee. Hä? Na was? Wo ist die Note hin? Da ist sie! Die dritte, eine fehlt noch. Ich glaube, ich weiß sogar, wo die ist, nämlich genau, wenn man hier gerade ausfährt. Da ist er. Was? Nein, ich sehe nie die Strecke. Halt! Das funktioniert nicht, diese Hinweise. Das ist mir. Vielleicht haben wir es auch schon geschafft. Nein. Es wird dann nur. Es tut mir leid, aber ich muss immer was trinken. Ey Mann, mein Hals tut irgendwie weh. Da kratzt nichts, als ob da einfach so ein Schnitt wäre. Weißt du, so eine Schnittwunde? Wie als hätte eine Katze dich jetzt gekratzt, ja? Da, als hätte ich so eine Schnittwunde im Rachen. Aber ich glaube, das ist normal, das hat man immer wieder. Möwenstrand. Nein, das sieht nicht so aus wie Möwenstrand, ja? Und es ist auch noch der gleiche Hintergrund. Also ich glaube, das hier... Oh, hätte ich hier jetzt nicht gekriegt. Ich mag zwar diese Kulisse und dieser Hintergrund da, aber die zweite. Aber... Ich glaube, das hier ist wirklich der größte Bullshit. Die größte Bullshit-Strecke hier. Weil eigentlich ist sie schön aufgebaut. Aber irgendwie. Naja. Erstens die gleiche Kulisse. Der gleiche Hintergrund. Ist da wie beim. Wie heißt das Ding? Schatzhöhle oder irgendwie sowas. Ja, komm! Ey, ich drück doch immer nach oben! Siehst du da? Ach doch. Oh, ich habe eine Note eingesammelt, ich hab's nicht mehr gewusst. So, also erstens, der Hintergrund ist der gleiche wie bei der Schatzinsel oder wie die andere Folge hieß. Ey, du sollst nach oben gehen! Und zweitens, in Grundis Rache gibt es den Möwenstrand. Ja, bisher hatten alle Level, die auf alle Strecken, die auf irgendein Level aus den anderen Teilen basieren, hatten immer einen anderen Namen. Das hier ist garantiert nicht der Möwenstrand aus Banjo Kazooie Grundis Revanche. Wenn schon, hätten sie das irgendwie Möweninsel nennen.
nennen können, ja? Aber nicht Möwenstrand, das stört mich jetzt. Alle anderen hatten andere Namen, wie zum Beispiel Klenkers. Weiß ich nicht mehr. Und. Ach, keine Ahnung. Frostdings. Und Gruntis Fabrik, ja, das ist auch nicht Gruntis GmbH. Als Gruntis Fabrik, ja. Und das heißt nicht Jolly Rogers Lagune, sondern Jolly Roger Lagune. Ja, also hier. Wow, Banjo. Müsste es Möweninsel heißen, ja? Pterodactylus Land. Da würde ich. Ich weiß, das klingt nach einem Levelnamen, aber das hier sieht auch ähnlich aus. Wenigstens der Hintergrund sieht so aus. Bei dem Möwenstrand gerade, da war einfach Trash und Wurfkopf abgebildet. Da war die erste Note. Dankeschön. Was zum? Wo geht's lang? Was? Nein. Ach, da vorne. Ja, doch, da vorne. Verdammt, ey. Schieß. Diesmal gehe ich den richtigen Weg. Na. Ich bin Erster. Guck mal, so leicht wird man ja Erster. Und Mario hat 8. Nee. Banjo. Nein. Ich bin ausgewichen. Und ich habe noch einen Boost bekommen. Schon wieder nicht. Nein! Boah. Ich dachte schon, ich fall jetzt da rein. Ja, es ist so toll. Wir haben es geschafft. Und wir sind Erster und beinahe schon kaputt gegangen. Alter, mein Kopfhörer hängt hier irgendwie fest. So, dann haben wir hier. Was ist das denn hier? So. Wir behalten den ersten Platz. So, letztes Rennen. Kesselburg. Alles klar. Kesselburg. Bezogen auf den Hexenkessel, klar, kann man schon. Es gibt auch Turbo-Start in dem Game. Erfahre ich in der letzten Strecke. Da war die erste Note. Langsam habe ich es raus. Glaube ich mal. Die zweite Note verpasst. Okay, so. Das war knapp. Das ist knapp. Ja. War die andere Note. Ich habe noch keine einzige. Aber das ist ja auch wunderbar. Denn wir haben es nicht geschafft. Und er hat mir das Item weggeschnappt. Was soll denn das hier sein? Ich habe es erst eine Note verpasst. Was? Was war das denn? Macht ihr mir auch das Ding hier weg? Nix, Ginger! Achso, das bin ich. Ja, ich darf das. Wenn er nicht. Verdammt, ey! Wo bin ich denn? Ich sehe hier absolut nichts. So, Mumbo, das war's mit dir. Was? Was macht ihr da alle?
Nein. Was? Das gibt's aber nicht. Nein, nein! Wenn ich jetzt Zweiter werde! Also, insgesamt. Fünfter, Sechster, ja komm! Ja, schmeiß mich doch gleich im Bronze-Pokal rein! Wenn ich jetzt nur Zweiter werde! Ich bin noch Erster. Ich bin noch Erster. Badge konnte nicht aufholen. Sehr gut, du hast genug Punkte für den Goldpokal gesammelt. Jetzt musst du nur noch den amtierten Meister besiegen. Dann musst du dich mit mir messen. Bortles Herausforderung. Oioioioi. Ich glaube, das wird jetzt richtig schwer. Und ich glaube, er schießt wieder direkt, ne? Sehr schön animiert natürlich. Komm schon, ich will noch einmal. Au! Na gut. So, schieß, 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 schieß. Schieß, 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 schieß. Ey, das wollte ich denn! Du bist gleich tot, Bortles. Was? Okay. Ui. Da muss doch mal bald tot sein. Jetzt ist er tot. Yay, yay. Wir haben es geschafft. Ich wollte noch schießen. Ich habe gesiegt. Sehr schön. Den Federpokal. Wunderbar. Oh. Und eine Bortles-Auszeichnung. Und die Grand Prix-Freundschaft. Tolle Leistung. Ich akzeptiere meine Niederlage. Du bist der neue Meister des Federpokals. Ich habe dich wohl unterschätzt. Du hast alle Rennen in Bortles Grand Prix erfolgreich beendet. Allerdings habe ich gehört, dass auch Brunhilde einen Wettkampf gestartet hat. Warum versuchst du nicht auch, mit dieser alte Hexe zu siegen? Ist klar. Okay, und wir haben was bei Cheater freigeschaltet. Und was mit? Hi. Mhm. Grunty PP. Was ist das jetzt? Ach, Puzzle-Pokal, oder? Ich schaffe einfach mal frei. Puzzle-Prüfung verfügbar, okay. Was ist das? Unter Globo-Grand Prix, lila Globo-Grand Prix. Was bringt das denn? Duell 1, Duell, was sind denn diese Duells? Keine Ahnung. Ja, wunderbar. Freunde, in der nächsten Folge also starten wir. Wir können uns ja mal hier die Trophäen anschauen. Oh. Bortles Scherbe. Hä? Moment, ich bin noch nicht fertig. Honigschwarm-Pokal, Puzzle-Pokal, Feder-Pokal und Windschock-Pokal. Sehr schön. So, Freunde, in der nächsten Folge dann also auf wieder Puzzle-Prüfung. Okay.
Ja, Freunde, in der nächsten Folge dann also Grundhilda Grand Prix. Also seid sehr gespannt auf die nächsten Folgen, die nächsten 4 Folgen. Banjo Pilot. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein und ciao.